Kann doch nicht wahr sein. Ist das hier eine SPD-Veranstaltung oder was ist das hier? Hochsicherheitstrakt? Wie sollen wir denn gucken, wenn wir hier stehen? Nicht zu glauben. Leute, Leute. Jetzt sind noch jede Menge Baller fertig, die mit reingenommen werden dürfen. Was ist da jetzt gerade passiert, wenn ich fragen darf? Ja. Es gibt eine kleine Delegation, die drüben stehen darf. Und die werden aber müssen ihre Ausweise vorzeigen, ob sie wirklich angemeldet sind. Es sind 30 Leute angemeldet. Das ist schon eine Unverschämtheit. Das hat es noch nie gegeben, dass wir eine Kundgebung machen. Aus anderen Städten angereist. Ich darf euch herzlich willkommen heißen hier im Rahmen eines breiten Bündnisses, das zu dieser Veranstaltung heute eingeladen hat. Und ich vermute, dass ihr wisst, warum wir hier sind. Es ist heute der SPD-Parteikonvent, der kleine Parteitag der SPD. Und auf diesem wird sich die Partei entscheiden, wie sie zum Handelsvertrag CETA steht. Und wir sind hier, weil wir ein anderes Ergebnis möchten, als es sich das im Moment noch anfühlt. Wir sind mal ganz gespannt, wie das heute hier laufen wird. Wir sind hier bis ungefähr 13:30 Uhr vor Ort. Der Konvent beginnt um 13 Uhr und die ersten Delegierten, gerade vom Parteivorstand, sind auch schon hier am Ankommen. Natürlich, wie vermutet, auf der anderen Seite, aber auch da ist eine Delegation von 30 von uns, die namentlich angemeldet sind und die dort demonstrieren dürfen. Ich möchte noch darauf hinweisen, sollte es unter uns Leute geben, die zum Beispiel der AfD nahestehen oder ähnliches, ihr seid heute ausdrücklich nicht willkommen. Diese Anmeldung ist hier von verschiedenen Sozial- und Umweltverbänden angemeldet und wir möchten uns hier bitte nicht. Eben sprach mich jemand an, der sagte, hier herrsche Sicherheitsstufe 1. Müsste ich mal recherchieren, was das jetzt im Einzelfall heißt. Also auf jeden Fall ist die Polizeipräsenz gigantisch. Es sind mit Sicherheit 200 Schaften. Ich muss die Auflagen der Anmeldung verlesen. Das mache ich eigentlich auch, glaube ich, zum ersten Mal. Aber hier ist sowieso einiges ein bisschen anders als normalerweise, wie man schon auch an den Gittern sieht. Das hatten wir auch selten, dass wir eingezäunt wurden. Viele haben das ja mitgekriegt, auch schon, dass wir am Freitag kurzfristig noch Geburtsdaten und Namen brauchten, von also quasi verbindliche Anmeldungen mit Geburtsdaten. Hier haben wir gerade schon Latten ausgetauscht leider, die waren doch länger als 2 Meter, was die höchste zulässige Länge ist. Die Teilnehmer des SPD-Parteikonvents freier Zugang zum Veranstaltungsort von Kongress. Wir sind so gefährlich. Der Platz hier vor dem Kongress. Halt! CETA, stopp! CETA, stopp! CETA, stopp! CETA, stopp! Wir stehen hier heute für die Bürger Kanadas und für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Denn auch in Kanada haben sich Verbraucherorganisationen gegen dieses Handelsabkommen ausgesprochen. Es geht nicht gegen Amerika, es geht nicht gegen Kanada, es geht gegen undemokratische Regeln, die die Bürgerinteressen jenseits und diesseits des Atlantiks aushebeln wollen. Es ist ein Unding, dass in einem Rechtsstaat Sonderklagerechte für große Konzerne eingerichtet werden. Dies ist unwürdig für die Bundesrepublik Deutschland. Also SPD-Abgeordnete, stimmen Sie für unseren Rechtsstaat. Stimmen Sie im Sinne des Richterbundes gegen diese Abkommen. Stimmen Sie im Sinne des Mittelstands, der Mittelstandsvereinigung gegen diese Abkommen. Denn sie haben 80% der Jobs in Deutschland geschaffen und sprechen sich gegen diese undemokratischen Verfahren aus. Unterstützen Sie die 200.000 Bürger, die eine Verfassungsklage eingereicht haben. Sie verteidigen die Rechte dieses Staates und sie bekämpfen nicht den Staat, sondern sie unterstützen die Demokratie. Setzen Sie sich ein für mehr Demokratie. Setzen Sie sich ein, wie der Name sagt, für das D in der SPD. Setzen Sie sich ein für das S für Sozial in der SPD. Verraten Sie nicht die Bürger, die zu 70% in Deutschland diese Abkommen nicht haben wollen. Dankeschön. Nicht überschreiten die roten Linien, nicht überschreiten die roten Linien,
nicht überschreiten. Ich wollte kurz was sagen zum Stand, worum es in der SPD gerade geht. Es ist ganz klar, die SPD steht einmal mehr an so einer Richtungsentscheidung. Entscheidet sie sich für die Konzerne oder für die Bürger? Die Bürger sind eindeutig gegen CETA, der BDI und die Konzerne machen mächtig Druck für CETA. Und es wird sich zeigen, ob die Partei tatsächlich Sigmar Gabriel folgt oder ob die Partei ihrer Basis folgt. Was die Basis denkt, das zeigt sich an den zahlreichen Anträgen zum Parteikonvent. Ich habe mir heute Morgen nochmal das Antragsbuch durchgelesen. Das ist ein großes PDF-Dokument, da sind alle Anträge drin. Das sind 50 Anträge. Von diesen 50 Anträgen ist einer für CETA und für die vorläufige Anwendung. Das ist der Parteivorstand. Dann gibt es noch 4 Anträge, da weiß man nicht so richtig, worauf die raus wollen, oder sie sind zu TTIP oder sowas. Alle anderen Anträge sind gegen CETA, gegen die vorläufige Anwendung. Und das zeigt doch schon mal deutlich, wie die Stimmung in der SPD und in der SPD-Basis ist. Und wenn heute der Konvent Sigmar Gabriel folgt, wir wissen es nicht, wenn er das folgt, dann ist es meines Erachtens nur, weil natürlich massivster Druck ausgeübt wird auf allen Ebenen. Und wir hoffen einfach nur, dass die Delegierten mutig sind, dass sie standhaft sind und dass sie sich eben von diesem Druck nicht rumkriegen lassen, sondern dass sie ihrer Linie und ihrer Partei und auch ihren roten Linien treu bleiben. Die große Frage wird jetzt sein, in welche Richtung gehen die Debatten? Sigmar Gabriel verkauft gerade und auch der Parteivorstand verkauft. Man kann ja alles noch nachbessern im parlamentarischen Verfahren. Das ist der Weg zum Selbstbetrug. Wenn die SPD noch was wirklich ändern will, wenn sie das wirklich ernst meint, ja, wir wollen noch Verbesserungen, wie sie ja nun wirklich sagt, dann muss sie das tun, bevor der Europäische Rat, bevor Herr Gabriel im Europäischen Rat für CETA die Hand hebt. Denn da hat die SPD das Druckmittel und das Machtmittel. Und nicht hinterher im parlamentarischen Verfahren, da hat die SPD eben kein Druckmittel und kein Machtmittel mehr. Und insofern, wenn Gabriel freie Hand kriegt für den Europäischen Rat, dann ist es leider weiße Salbe für die Basis, aber nichts, was ernsthaft durchgesetzt werden will. Und das ist die Bedeutung. Es geht um Mut. Matthias, wir schaffen Sie Mut. SPD hat Mut. So, das war jetzt gerade Matthias Mirsch. Viele von euch wissen das vielleicht, hat vor einigen Wochen ein sehr kritisches Papier zu CETA veröffentlicht, wo er genau dargestellt hat, an welcher Stelle aus seiner Sicht die roten Linien überschritten werden und auch sein Bezirk Nordhessen, seine Region Hannover, ist ihm auch gefolgt in der Ablehnung innerhalb der SPD. Hopp, hopp, CETA, stopp! Hopp, hopp, hopp! 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 CETA, stopp! Ganz kurz ein bisschen Ruhe, dann können wir auch mal rauskommen, was hier vor sich geht. Other countries in the world, like in Africa, should be involved into trade agreements like CETA. Und nicht nur die industrialisierten Staaten, sondern man muss die Nachstaaten, die afrikanischen und die asiatischen Staaten mitnehmen, yeah, in Handelsbeziehungen und yeah, um sie selber auch eine Industrie zu führen. Yeah. So we should CETA, stop to you.
Have a nice day. Hi, I'm Christian. Hi. Shall we go further? Yeah. Do you speak English? I'm the trade minister. Very nice to meet you. Conversation with your delegates. Darf ich euch kurz bitten, mal zurückhaltend zu sein und ein bisschen mal die Stimmen. Wir haben die kanadische Handelsministerin ist heute hier auch da. Wird natürlich für die Gegenseite, aber wir sprechen gerade kurz mit ihr, ja? SPD is giving all its leverage away, and in the parliamentarian process, SPD has no majority to enforce any changes. And so far, I have not yet seen anything solid which really would give us the confidence that the changes you are promising are going to come forward. This is just a betrayal of the people. Which I'm looking forward to the conversation today. We're going to talk a little bit about the work that we're doing with SPD, with our Canadian trade unions, with the German trade unions, with the European Commission. And we still have a European Parliament, who's still involved. Which is very powerful, right? Well, there have been changes with Peru and Colombia, as you might know. And if we want to do something to make Europe more democratic, then we should strengthen the European Parliament. So let's do it. Yeah. Okay. Nice to see you guys. I wanted to say hello. Take care. Schön, dass ihr da seid. Ist wunderbar, dass so viele gekommen sind. Ich bin Alfred Hartung, Sprecher von Attac Wolfsburg. Und wir haben uns natürlich gewundert, warum die SPD ihren Parteitag hier doch in unser relativ verschlagenes Kaff mit 70.000 Einwohnern herholt. Und genau das war, glaube ich, auch der Grund, warum die SPD das macht, weil sie nicht gedacht haben, dass sich hier im Hinterland zu Widerstand überhaupt bewegt, denn das ist in Wolfsburg gar nicht üblich. Aber da haben sie sich schon ganz schön verrechnet. Sehr schön, dass ihr da seid. Und sie haben sich sogar noch ein zweites Mal verrechnet. Warum haben sie sich auch Wolfsburg ausgesucht? Gerade Gabriel legt ja immer viel Wert auf die Unterstützung der Gewerkschaften. Er sagt ja, ich bin alter Gewerkschafter und betont das immer wieder. Und Wolfsburg ist immerhin die größte Verwaltungsstelle der IG Metall im ganzen Land mit 90.000 Einwohnern. Und diese Wolfsburger Verwaltungsstelle der IG Metall gilt als vergleichsweise konservativ und auch hörig dem IG Metall Betriebsrat bei VW und Volkswagen, die großen Automobilkonzerne, versprechen sich natürlich von diesem Freihandelsabkommen Vorteile in ihrem Export. Und deswegen ist auch Bernd Lange, der zuständige Handelssekretär, der Vorsitzende des Ausschusses, der im Wesentlichen CETA und TTIP mitverhandelt hat, schon mehrmals hier in Wolfsburg gewesen, hat Veranstaltungen gemacht und hat mit mittelweichen Worten auf die SPD hier eingesprochen. Ihr müsst, das ist das beste Abkommen, das wir kriegen kann, ihr müsst unbedingt zustimmen. Gerade ihr als IG Metaller bei Volkswagen müsst doch daran interessiert sein, dass es so ein Abkommen gibt, denn ihr profitiert davon. Mehrmals ist er da gewesen, auch Gabriel ist zweimal da gewesen. Aber sie haben sich auch dafür verrechnet, denn gerade vor 3 Tagen hat die IG Metall Wolfsburg dazu aufgerufen, gegen CETA zu protestieren. Wolfsburger IG Metaller waren mit 5 Bussen in Berlin, mit 300 IG Metallern aus dem VW-Werk waren wir in Berlin, haben bei der Demonstration am Samstag mitgemacht und heute ruft die IG Metall auch zur Demonstration hier auf. Um 12 Uhr wird die IG Metall mit einigen Mitgliedern, die nicht arbeiten müssen, einige müssen ja auch arbeiten, sich hier versammeln und uns unterstützen. Ich glaube, das ist ein großer Erfolg und die SPD hat sich verrechnet. Einmal hat sie sich verrechnet, dass sie ein verschlafenes Nest ist und im zweiten Mal hat sie sich verrechnet, dass die Wolfsburger SPD hier zustimmen. Das Gegenteil ist eingetroffen. Ich danke euch, dass ihr hier seid. Für diesen lokalen Beitrag. So verschlafen ist Wolfsburg gar nicht, ja?
Aber genau, das Signal von Wolfsburg geht, klare Signal der SPD aus, hat so nicht funktioniert bisher und hoffen wir, dass es so auch heute nicht ausgeht. Lass uns mal einen herzlichen Applaus hier die Samba-Trommelgruppe der IG Metall Wolfsburg begrüßen. Drei, zwei und eins. Fang, lass uns Fang machen. Ja, gut. Ich weiß, wie der nicht gleich fallen. 1, 2, 3, 4.